Liebe Geschwister, das Massaker, das heute in Palästina geschieht, reißt ebenfalls Masken und entlarvt. Es reißt die Maske von der abscheulichsten Feindseligkeit und unmenschlicher Grausamkeit bei der Auslöschung der Menschen in Gaza. Gaza ist ein menschlicher Käfig, ein offenes Gefängnis, von den Zionisten geschaffen. Und indem sie über 2 Millionen Menschen auf 360 Quadratkilometer gestopft haben. Das bedeutet 5.500 Menschen auf einem Quadratkilometer. Während sie selbst in der Nachbarschaft auf 400 Menschen pro Quadratkilometer leben. Sie haben ihnen die Versorgung abgeschnitten mit Lebensmitteln und Strom, Wasser und Elektrizität. Seltsamerweise äußerte sich die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und sagte über Russlands Taten, gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur mit dem klaren Ziel, Männern, Frauen und Kindern Wasser, Strom und Heizung zu entziehen, sind reine Terrorakte. Das sagte sie vor dem Europaparlament. Und sie sagte, das sind Kriegsverbrechen. Aber wo bleibt diese Verurteilung für Israel, die ihnen all dies abgeschnitten haben und dieses Vorhaben auch öffentlich bekannt gemacht haben? Und das Schlimmste ist die voreingenommene und parteiische westliche einseitige Berichterstattung, die den Verbrecher rechtfertigt und den Unterdrückten kriminalisiert. Wer hat überhaupt die UN dazu autorisiert, 1947 Palästina in zwei Staaten aufzuteilen? Und nach welchem Maßstab trafen sie ihre Entscheidung, die Übergabe von 56% des palästinensischen Landes an die Zionisten, obwohl diese damals nur 5,6% der Gesamtbevölkerung ausgemacht haben? Die Hauptschuld, liebe Geschwister, liegt aber nicht bei ihnen. Die Hauptschuld tragen wir selbst. Wir selbst haben uns das Grab gegraben, als wir den falschen britischen Versprechungen Glauben schenkten und das osmanische Kalifat aufgrund nationalistischer Parolen und des Wunsches nach einem, so behauptet, von den Türken unabhängigen Staat im Stich ließen. Nachdem wir das getan haben und dem Kalifat das Rückgrat gebrochen haben, löste Großbritannien seine Versprechen nicht ein, sondern gab neue Versprechen. Die Balfour-Erklärung, die Erklärung und das Versprechen einer anderen nationalen Heimstätte, nämlich die eines jüdischen Staates. Die Gründung Israels ging auf Kosten des palästinensischen Volkes. Das palästinensische Volk wurde für etwas bestraft, für das es nicht verantwortlich war, nämlich die Verfolgung der Juden durch die Europäer. Und heute sind 80% des Landes, 80% des palästinensischen Landes sind nicht mehr den Palästinensern. Illegal annektiert, weit über den UNO-Teilungsplan.